Gott, verdammt. Ja, ihr gehört da. Ich habe meine Komplettlösung wieder dabei. Ja. Ja, ohne mich bist du nicht easy. Jetzt mit Komplettlösung fühle ich mich schon wieder besser. Ja, ihr seht, ich habe keine Seele mehr. Das liegt daran, dass ich ein Item gesehen habe und dann gedacht habe, was hole ich mir jetzt? Hat mir ein Bogenschütz in die Fritte geschossen. So, meine Komplettlösung hat gesagt, ich soll hier mal die Tür ein bisschen hämmern. Ja, und dort hast du dann noch eine Flakonscherbe. Ein Flakon? Oh, da ist eine Truhe. Das ist jenstes. Das ist jenstes, gell? Sag ich ja. Jenstes. Das ist so jenstes Fässer, meine ich. Oh, da ist ein Gegenstand. Ja, ja. Handachs, Schimmer, der Lebensstein. Der Lebensstein hat deine gesamte Energie aufgefüllt. Also alles. Verfüllt zu. Jetzt, ein Schiss von diesen Drohnen hier. Letztens hat man so eine Truhe, hat so Ding rausgeholt. So. Nein. Ja. So eine Armbrust und hat mir voll eins reingedrückt. Ja, da hat es nicht so viel KW gemeint, aber da kann ich nochmal die Türen öffnen. Was ist das für einen? Ja, ich genau gewusst, du stehst auf, du Pisser. Ich genau gewusst. Oh, nur Sound. Adieu. Ali? Jetzt muss ich schon wieder meine Armbrust brauchen, nur noch 8 Pfeile. Ich habe gar keine Pfeile. Ah. Hopp. Ist das von Klaus RB? Ja, genau. Und da, Sackgasse. Ich habe auch noch ein Item. Schatz. Da in einem Loch. Du kannst auf so einen Baum draufkommen. Ja. Den Baum sehe ich doch. Aber dort sieht aus, als wären ein paar Übertroppen draufgegangen. Auch dort. Ich sehe es. Siehst du das Item? Ja. Genau drauftroppen. Und runtergehst, stirbst du nicht, aber ja, es gibt halt schon Damage. Ja, es hat mir kein Damage gegeben. Ja, wenn du gerade runtergehst schon. Also ohne, dass du auf den Baum runtertroppst. Ja, wir gehen trotzdem schnell. Der Herr. Schon absitzen. Bogen nehmen. Easy, jetzt holen wir unsere Seele zurück und dann möchte ich eigentlich... Oh fuck, ich hab den Punkt. Shit. Was haben wir für Zeit, diese? Ich muss schnell den Timer holen. Mach schnell. Viertel vor. Zwei. Komm schon, du schwule Kopfhörer. Diese? Ah, diese. Diese, diese. Ah. Ich muss den Timer setzen. Da habe ich voll verhungert. Sagen wir jetzt noch etwa 2 Minuten, haben wir nicht aufgenommen. Passt. Ja, ich bin gestern echt auf Stück aufgenommen, gell? Und dann ist der Ton ein bisschen aus dem Kron gekommen. Wow, bin ich jetzt ausgewogen wie ein geiles Siechen. Ach, bist du ein Wichser. Bam. Da mein geiler Sprung. Feuerbombe, da hat jetzt einer eine Feuerbombe geheilt, endlich. Ja. Fuck, ich bräuchte die Pfeile, das ist jetzt mein Problem, das ich habe. Oh, oh, oi. Warte. Komm, schiss, komm. Hau drauf, jawohl. Da kommen die zwei. Ah, jetzt bist du nicht mehr so sicher, wenn du nicht mehr so viel Leben hast. Komm da! Da oben soll es meine Seele sein. Komm. Drop da aber schnell, bevor der andere kommt. Das ist eben schon schon recht schwierig, also deine Gegner machen Minimum so viel Damage wie du. Ja. Yeah. Komm, hol aus mit deiner schwulen Axt. So, Finisher. Jetzt ist das Problem, ich habe keine Schüsse mehr für den Pfeil und Bogen. Und das sind die einzigen Bogis.
kann meine Seele zurückholen. Aber ja. Reise mal eine. Ich hol so meine Seele zurück. Hey, wieso säckelst du mir so schnell noch? Wo bin ich gelandet? Wo hier noch ein wenig Leben? Schluck das Fläschchen. Shit, wo bin ich gelandet? Komm, komm. Nein, zu dir komme ich sicher nicht. Fläschchen. Jawohl, schön bist du gedroppt. Wie ein Profi. Kommt her. Ja, jetzt kommen wir. Ah, oh, da kommen sie nicht mehr nach. Tipptopp. Ah, jetzt kommen sie wieder. Komm, Puzzle. Ja, jetzt schlägt es an. Ja, nochmal, komm. Der 2 kommt schon wieder. Oh, das hat mir mit dem Schild voll eins reingedrückt. Jetzt nimmt's dich. Ah, nein, noch nicht ganz. Komm schon, ich will hinter dich. Down. Gegen Kämpfen. Oh, keine Ausdauer mehr. Den Scheiss nicht kann ich leider. Wir nehmen den Ruhe aus, du. Ja. Viel Blocksche. Ich verpiss mich. Ja, also, tot sind sie. Ich weiss, jetzt habe ich 4.500 Seelen, also 4, 5. Die gehen safe, Mann. Und hier noch Essos-Flakon-Scherben. Ja, dann. Ja, aber der Essos-Flakon-Scherben verliert. Ja, nicht, aber 4.500 Seelen. Ja, voll. Ich darf jetzt einfach nicht sterben, ich muss unbedingt die 6000 Seelen da drin holen. Wenn ich nochmal stirbe, dann sind die weg. In dem Fall bin ich bis jetzt ziemlich nahe. Ich muss nur noch 2 Gegner hitten. Eben gestern habe ich ja am Stück aufgeräumt, nicht so 20 Minuten wie jetzt mache. Ja. Anders asynchron, von Delgato aber aus. Ich hitte mit, ja, mit dem Schwert, weißt du, das Bild von Delgato. Ich hitte, 10 Sekunden später kommt der erste Ton von Delgato. Eigentlich nicht sein. Ja. Eben strange. To see, however... Nachricht lesen. Backel. Backel. Aufsteigen. Gerberli. Stärke. Geht wohl 3 Level gelevelt hier. Warte nur, bis er mal so einen fetten Gegner besiegt. 6. Ja, komm, bete ein bisschen schneller zu dieser Note. Ich sehe jetzt gerade noch. Ist hier noch ein Schatz? Hier ist ein Schatz, habe ich nicht gesehen. Noch schnell zum Schmied. Ich muss ein paar Pfeile holen. Bombe rühren. 8000 Seelen probieren es nicht. Wieso redest du mit dieser beschissenen Katze? Nothing suited you, I presume. Da ist ein Lebenstein. So, wo ist der dumme Schmied schon wieder? Dort. So eine Wichser. Gegenstand kaufen. So. Der hat 05, der fiel die Pussy. Voll dich mach ich niedere, Niedersehner, 9200 Seelen, Niedersehner. Der andere. Da nicht ins Feuerli hängen. I'll be around. Oh, baby. Easy. Unbedingt ein Kollege jetzt. Hä? Der bin noch Boss. Brauchst du einen Kollegen? Der Leichel? Verbündeter wird benötigt. Gut. Boss voraus. Immer alle Türen probieren. Einfach nur, ich würde mit den Füßen, sonst wird deine Waffe, geht deine Waffe. Ja, wie kann ich. Einfach. Ja, aber ich auch nicht Schilden wegen ihr oder was? Kannst eben. Und wenn sie sich komisch bewegt, dann kannst du sie kaputt machen. Wenn sie sich bewegt, kannst du sie nicht. Eben. Immer den Lebenstein, ja. Wow, sogar 2! Oh, das ist schön. Lebenstein sind uhren selten, wie es. Immer die Lebenstein. Ja. Kommst du erst später über.
Aber Lebenstein normal, oder? Oh, ich fall nicht mehr viel. Oh, da. Boah, Glück, dass ich da nicht... Das wollte ich sowieso auch mal machen. Da noch mal ein Schild rein, tätschen, falls ich mal eins brauche. Ja, voll. Ich bin eh sowieso einer der, der mit Schild kennt. Ja, ich eben nicht so. Eine Schufe. Tür öffnen und... Zack. Ich... Und auch ab und zu tue ich einfach so, wenn eine fette Wand dort steht, tue ich nichts. Dann probiere ich, vielleicht ist ja irgendwo ein Geheimgang. Drücke ich einfach, laufe die Wand entlang und drücke. Ich paar Geheimgänge von mir. Schon. Die haben meistens super geile Stuff drin. Oh, ich liebe meinen fetten Angriff. Hey. Ich liebe ihn so. So richtig Kung Fu Style. Hey. Ich brauche auch fast nur die rechte Waffe. Ich brauche fast nicht meine linke Waffe. Nur eine. Hä? Nur eine. Schild und eine Waffe. Oh je, ich laufe mit zwei Schwertchen rum. Oh ja, viel sollte ich nachher ausrüsten. Ja, von nicht die Armbrust weg. Viele sind viel billiger als die Armbrust. Hä? Die Armbrust weg. Die Armbrust. Viele kosten mehr Seelen. Ich kauf sicher nicht die Armbrust. Ich war jetzt eins gewesen. Mit der Armbrust kannst du nicht geil zielen. Mit dem vier Bogen kannst du... Armbrust kannst du auch geil zielen. Jetzt habe ich gerade nur einen Back gehabt. Ja, weißt du, ich meine, dort kannst du wirklich zielen. Alle Sniper. Mit dem vier Bogen. Ja, das kannst du auch mit dem Ding. Du kannst auch das Fadenkreuz nehmen und so. Das ist neu. So ist es ja kaum. Die neu? Ja. Also ich habe noch drei Menschenbilder. Eins habe ich dabei und zwei habe ich ab. Werter habe ich dabei. Ablegen. Wo ist der erste Bogi? Dort. Immer schön auf den Kopf. Aber ich glaube, es macht nicht mehr Damage, doch, wenn du auf den Kopf hast. Doch, Crit. Ja? Ja, normal. Macht auch mehr Damage, glaube ich, der Bogen. Das glaube ich jetzt im Fall nicht. Doch, doch, meine Armbrust macht sehr wenig Schaden, wenn ich da mit Eisenbolzen nimmst, die sehr teuer sind. Ich versuche jetzt gerade mal mit Schild zu kämpfen. Noch nie mit dem Schild gekämpft. Ernst, du musst einfach blocken. Ich war mehr der Ausweichtyp gewesen. Oh, falscher Knopf schon drauf. Ah. Ah, geht auch Schild. Königsschwertkämpfer Handschuhe. Kontra, du Bitch! Ja, das finde ich auch geil. Tarnscherbe habe ich noch einen. Prosite Tarnscherbe habe ich noch. Scheiss auf Schild hier. Tarnschola habe ich einen. Blitzen bis Planet habe ich einen. Was ist echt der Glück? So, du. Hä? Ja, so ein Zeug brauchst du manchmal, Hast du jetzt eigentlich der kleine Zwerg dort mit dem URF fetten Schwert, hast du noch auch gemacht? Hä, wie der kleine Zwerg? Dem Majula. Ah, nein. Hast du noch nicht fertig? Nein, habe ich verhängt, habe ich noch nicht gemacht. Wieso? Ich habe da etwas Geiles. Sein fettes Schwert kommt schon. Ist im Ernst? Das ist schon. Was braucht das? Ah, das fette Schwert. Ja, du brauchst sehr viel Stärke, dass es kannst tragen, aber darum bin ich jetzt ein bisschen Stärke am Pushen. Was heisst sehr viel Stärke? Warte, ich nehme... Also ich bin in der Gegenstandskiste. Dann muss ich sie gehen.
Da hat sie jenste Fässer. Dort soll die Feuerbomben drauf jagen. Ja, dort ist gerade eine Wand davor und dort hat es viel schwarze Fässer. Sie sind nicht braun, sie sind schon brandschwarz. Ja. Aber wo ich die verhittet haben, sind sie kaputt gegangen letztes Mal. Ja, es ist, aber es ist so wie Pulver drin, gewesen, oder? Wo du gehittet hast, hast du gemerkt, dass es so wie Pulver drin ist. Nein, es ist echt sehr lang gegangen. Also der oben auf dem Mauer steht, der steht eigentlich gerade drüber. Ja, ja. Ja, genau der. Aber ein bisschen Abstand nehmen und drauf heizen. Wie kommt so eine scheisse Feuerbombe? Nicht so weit, aber ich glaube, sie muss nur in die Nähe kommen und das langt schon. Ist das ein Wichser? Der pariert doch nur! Griff mal an! Ja. Ja, du musst warten, bis ich fertig Schild wegnehme. Kannst du ihn eigentlich zielen? Zielen? Ich weiß nicht. Ah, du kannst immer. Okay, jetzt muss ich zuerst mal die Feuerbomben ausrüsten. Ah ja, aber er nimmt's. Matti schon vorab. Ja, aber ich muss zuerst ausrüsten, also noch nicht. Ah, ja, ich bin halt. Explodiert und richtet Feuerschaden oder Magieschaden? Feuerschaden. Easy, ja, nur eine von denen. Wie muss. Rührst du einfach mal auf die Fässer. Easy. Tipptopp, schönes Loch. Der rechts Loch reingehen und dort ist gerade der mit dem Scheiß. Ah, das ist ein Shortcut. Ja. Tipptopp, dann chill ist gerade nochmal schnell eine Runde. Eben ja, dann kannst du deine Esto-Flakons wieder auffüllen und so Scheiß. Die hinter dir musst du ja nicht mehr machen, sie sollten nicht zu dir kommen. Aber der oben auf dem Mauer steht einfach wieder. Oh ja. Also, nein, andere. Komm schon. Sag dir jetzt gerade mal schnell, wie Wert heisst. Ich sag dir, es ist gut. Ich habe es mal in die Hand genommen, oder? Du kannst es gleich in die Hand nehmen. Ja, ich kenne sie, das glaubst du schon gesehen. Nein, es sind sie. Falter, so Schmetterling. Es ist grösser als der. Ja, Schmetterlingsschwerter, irgendwie so heisst das. Ja, es heisst, warte, es heisst. Blaumond, Fett. Aber, und ich will das unbedingt, weil ich will das ausrüsten, weil ich kämpfe nur noch mit dem mit. Der die Fettkühlen, du hast ja schon einen gesehen, der die Fettkühlen hatte, ja, oder? Ja, schon zwei, drei. Minimum so gross, Minimum. Ja. Aber eben, du brauchst die jüngste Stärke, damit du es führen kannst. Sag dir mal, wie viel Stärke du brauchst. Kurzschwert raus. So bin ich nicht mal uhren verschrockt. Gegenstand kann nicht aktuelle Attribute nicht effektiv genutzt werden. Also du brauchst Stärke. Kannst du noch. PC. Nein, stimmt, dass ich da etwas eingegeben habe. Oh, welches ist denn Stärke eigentlich? Mach kurz, ich schau schnell nach. Spielerinfo. Das vierte. Nein, das mit dem Muskel halt. Das neben dem Kopf. Weißt du welches? Muskel neben dem Kopf? Du gehst hier, drückst Start. Dann gehst du auf Spielerinfo. Ja. Also, das in der Mitte. Das Symbol in der Mitte mit dem Grind. Start? Nein, Spielerinfo. Aha, ja, Spielerinfo. Und dann siehst du auf der rechten Seite die Mannöckel, was er ist. Dann siehst du dort, die Stärke, das ja. Auf der rechten Seite das oberste. Ja, ich hab's gesehen, ja. 21 kann ich dort. Und dann habe ich 11. Ja, du bist eher auf Geschicklichkeit. Ich bin eher auf der, wo Fat Damage reinregnet. Fat Damage reinregnet. Jetzt bin ich wieder an dem Ort, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Wenn du dort runterklickst, kannst du so eine Leiter runter. Auf der rechten Seite sind sie Fallen drin, auf der linken Seite ist so ein fetter, hoher Bastard. Ah, du musst dort zum fetten Hohen. Ist der Schildkröte oder was das ist? Ninja Turtle? Ja. Aber du kannst das Ninja Turtle auch zu den Barden herrufen. Zu den? Ah, zu denen. Wenn aber der Gang runterkommst, dann hat es so wie Ballistas drin, ja, oder? Eben. Die Füßen auf dich. Hast du die gerichtet schon? Gerichtet nicht. Also ja, die Typen habe ich schon mal kaputt gemacht. Eben, dann musst du die kaputt machen, dass niemand mehr in dem Raum hin ist. Und nachher rufst du den Fat Turtle. Ja. Und nachher läuft er dir noch, oder? Aber acht ab, links oben sind noch zwei Bogenschützen. Hast du schon gesehen? Nein.
Aber du musst einfach näher zu ihm herlaufen, dass du Agro ziehst, dass er dir nachläuft, oder? Ja. Nachher gehst du hinter so eine Balliste, dann kannst du die Balliste so benutzen, ja, oder? Nachher musst du einfach schauen, dass er zu dem Eingang her steht und dann kannst du mit der Balliste das Eis und zwei Schüsse und dann ist es kaputt. Also so habe ich es gemacht, du kannst ihn auch schlagen. Aber er macht schon Fat Damage, ja, also ich habe ihn auch probiert zu schlagen, nachher bin ich einmal gestorben, er macht sehr Fat Damage. Weißt du, was ich denke? Aber jetzt würde ich wahrscheinlich richten. Ich sehe nicht in den Attribut selber, wenn ich die Waffe auswählen will, wie viel Stärke ich habe. Wie viel Stärke? Ja. Ja, das musst... Wenn ich im Ausrüsten-Modus bin. Da. Ah. Ich würde da herumlaufen. Eben. Was sind die Typen da unten? Die kommen da ja nicht rauf. Ausrüsten. Ja. Wo siehst du dort die Stärke? Ah, ich sehe dort die Stärke umschalt. Eben nicht. Du drückst auf Dreieck. Ah. Ah. Und dann siehst du, was es braucht. Ja, dann siehst du, was es braucht. Und jetzt ist der Timer vorbei. Dann... Nein, dann siehst du den Spielerstatus. Ja. Aber ich will nicht meinen Spielerstatus. Dann musst du unten schauen. Das steht unten. Das steht ganz unten. Im untersten Balken sind das so komische Zahlen. Da steht auch CD, ja, und weißt du was alles. Weißt du wo? Du gehst hier Ausrüstung, siehst du die Schwerter, gell? Zum Beispiel. Ja. Dann drückst du auf eins drauf. Du gehst... Ja. Nachher schaust du ganz unten, also du hast ja hier so fette Liste, gell? Was hast du? Zum Beispiel Schild. Und dann gehst du zum Beispiel auf Schild drauf, gell? Und ganz unten. Wie kannst du denn auf Schild drauf? Ja, ich mit dem Steuerkreuz. Du musst ja die Waffe wechseln. Ja. Sag mir eben, du gehst auf Ausrüstung, drückst X, gehst rein. Dann kriegst du da, wo deine Liste, was du alles anhast und so blabla. 28 muss ich haben. Und unten links steht es, oder? Was du brauchst. Dazu. Statt unten links zum Beispiel 28. 7 von 16 skaliert E mit Stärke und B mit Geschicklichkeit. Ja. Das weißt du, was heisst, oder? Ja, 10 Geschicklichkeit brauche ich und 28 Stärke für das. Ja, eben. Und eben, wenn es jetzt mit A mit Stärke skaliert, umso mehr Stärke du dann hast als angegebene Zahl, kriegst du noch Bonus-Hits dazu. Ja. Also, Bonus. Okay. Da weißt du das, Mann. Ich eben, ich jetzt eins geschaut. Aber die Folge ist jetzt leider vorbei, Mann. Gut, Geschicklichkeit 10 brauche ich und Geschicklichkeit habe ich 19. Zähl du jetzt nichts mehr. Ja, tipptopp. Ist gut, also, merci, dass ihr zugeschaut habt. Wo ist mein... Fuck. Dann, schöne Abend noch, hä? Kehlheim, ein paar letzte Wörter. Schöne miteinander. Schöne. Gut, dass ihr zugeschaut habt.